Servus Leute und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir können Kaffee's Quest jetzt noch nicht machen, aber das, was wir jetzt machen können, wir haben ja jetzt die 5000er geknackt. Wir verbessern unsere Bombentasche, Leute. Wir müssen sowieso das Kind, was für Kind, die Hymne der Zeit spielen. Und wenn wir sowieso schon mal die Gelegenheit haben, können wir hier jetzt auch gleich die Zeit sparen und irgendwas noch holen. Und zwar die letzten Bombentaschen. Genau, die brauchen wir noch. Und dann können wir dorthin. Da holen wir die Riesenbörse nämlich und haben wir alle Erweiterungen erstmal abgeschlossen und dann machen wir Kaffee's Quest, Leute. Ich bin gespannt, ich habe das noch nie gemacht und deswegen will ich das jetzt auch hinter mich bringen. Ich habe hier alles mögliche drinnen. Ich hoffe, ich kann das meiste lesen und erkennen natürlich. Und ja. Ne? Weil das meiste ist hier so nicht so erkenntlich, also ich sehe es nicht so wirklich richtig. So, anstatt die Dekomaske tun wir die Goronhaut drauf. Die Bomben kann man nur bis zu 40 erweitern, das heißt, wir haben 30 jetzt. Das heißt, wir brauchen nur noch eine Erweiterung. Das ist die Riesenbörse. Und die bekommt man hier. Ich werde es euch gleich zeigen, also in dem Goron-Dorf bekommt man die. Bei diesem Dekohändler da. Wir haben ja schon meistens mit denen gesprochen. Wir müssen die große Bombentasche gegen die Riesenbörse eintauschen. Da kostet sie nur 200. So. Na dann los. Gehen wir zu ihm. So, servus, Brother. Danke, dass du vorbeischaust. Zu meinen Kunden sehen. Ausschließlich Goronen. Das macht dich zu einem potenziellen Kunden. Ich habe denn speziell für dich ein besonderes Handelsangebot. Meine allergrößte Bombentasche kostet regulär 1000 Rubine. Gib mir deine große Rosentasche, Bombentasche und 200 Rubine und sie ist dein. Ja, ich möchte es. Geil. Herzlichen Dank. So, jetzt haben wir alles. Alle Erweiterungen. Und bei der Kaffee's Quest Aufgabe kriegt man noch 3 Herzteile. Das heißt, wir haben die letzten Herzteile und dann fehlt noch ein Herzteil, welches wir auf regulären Weg holen können. Saugeil, jetzt spielen wir die Hymne der Zeit und dann. So, Leute. Dum, dum, dum. Dum, da, dum, dum, du, dum, 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 du, dum, dum. So, Kaffee's Quest beginnt. Um 10 Uhr müssen wir in der Residenz des Bürgermeisters sein, Brother. Das wird gemein. Ne, wird's nicht eigentlich. So. Ich hole mal die Zettel. Genau, ich habe die wenigstens die Herzteile mir mal richtig zu Kopf gehen lassen. Das heißt, ich weiß, wann sie gemacht werden können. An sich kann ich jetzt nur ein Herzteil zu bestimmten Zeit machen. Aber die Masken an sich weiß ich selber schon. So. Ab geht's. 10 Uhr müssen wir bei Residenz des Bürgermeisters sein. Das ist dort bei den Bombern. Aber da kommen wir locker hin, das ist kein Problem. Hier ist die Residenz des Bürgermeisters. Wenn ihr wisst, dann steht es da. Wenn ihr es wissen wollt, meine ich, steht es da. Jetzt müssen wir bis 10 Uhr hier warten. Öffnet sich es erst um 10 Uhr? Ja, anscheinend schon. Ne, aber ernsthaft, wir sehen uns gleich wieder. Ich bin um 10 Uhr dann hier draußen. Bis gleich. Aha. Aha, was ist los mit dir? So, jetzt können wir hier rein. Los geht's, Brother. So, hier rein damit. So, wieso gehe ich überhaupt als Kind da, als Corona rein? Wir tun uns ganz normal hier rein. So, besucht die Residenz des Bürgermeisters.
Okay, unterhaltet euch zuerst mit den anwesenden Personen im Zimmer des Bürgermeisters, links. Okay, im Zimmer des Bürgermeisters. Hör auf zu laggen, Fraps! Verdammte Scheiße. Die meisten Stadtbewohner haben bereits Zuflucht gesucht, ohne auf den Befehl des Bürgermeisters zu warten. Die einzigen, die noch hier sind, sind öffentliche Bedienstete und die Mitglieder des Komitees. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Komitee, bitte erteilen Sie den Befehl, die Stadt zu evakuieren. Ihr Feiglinge, glaubt ihr tatsächlich, dass der Mond auf die Stadt stürzen wird? Diese Panik wurde nur ausgelöst, weil die ganze Stadt an diese lächerliche, grundlose Theorie glaubt. Die Soldaten konnten die Panik nicht verhindern, aber die wahre Gefahr liegt außerhalb der Stadtmauern. Ihr wollt antworten, die Antwort lautet, dass der Karneval nicht abgesagt werden darf. Stimmen Sie mir zu, Herr Bürgermeister. Motto, ist das halt ernst? Ich habe den Eindruck, dieser gigantische Felsblock, der über unseren Köpfen schwebt, ist dir bis jetzt entgangen. Jedes Jahr um diese Zeit wird die Stadt von Touristen überrannt. Aber ist die Stadt jetzt wie ausgestorben? Unser Job ist es zwar, einen sicheren Ablauf des Karnevals zu gewährleisten, aber nur, wenn auch Leute da sind. Zieht nicht die Soldaten und Kaufleute in diese Katastrophe hinein. Wenn die Soldaten fliehen wollen, dann lass dich nicht abhalten, Whiskin. Wir Ratsmitglieder werden an der Tradition festgehalten. Dieser Karneval wird ein Erfolg. Ich habe noch nie gehört, dass eine Abwehreinheit ihre Stadt im Stich lässt. Madame Aroma würde mir sicher zustimmen, nicht wahr, Bürgermeister Dottor? Lassen wir doch meine Frau aus dem Spiel. Bürgermeister Dottor. Okay. So. Linke Zimmer. Es ist das linke Zimmer. Oder meinst du dieses Zimmer? Es gibt hier kein linkes Zimmer. Ist es das hier vielleicht gemeint? Das ist aber nicht Madame Aurora. Was ist das hier? Bist du Madame Aurora? Oh, bist du gerade auf Exkursion? Oder bist du der Detektiv, den ich angeworben habe? Ja. Ich sehe schon, du bist ein richtiger Profi. Die Merkmale der Person, die du finden sollst. Ja, ich kenne sie. Bei dieser Person handelt es sich um meinen Sohn Kaffei. Du kennst ihn doch, oder? Du kennst ihn nicht, wirklich? Er ist vor einem Monat verschwunden. Es ist schrecklich. Ich bin so in seiner Sorge. Ich kann vor lauter Sorge kaum noch etwas essen und habe schon 5 Kilo abgenommen. Du hast nicht zufällig eine Kleinigkeit dabei? Würdest du wohl nach ihm suchen? Das lobe ich mir. Du bist ein wahrer Experte. Ich zähle auf dich. Du hast Kaffeis Maske erhalten und dich bereit erklärt, nach dem verlorenen Sohn zu suchen. Creepy. Trage diese Maske, um nach dem vermissten Kaffee zu forschen. So. Wir haben jetzt eine Maske mehr. So, haben wir jetzt hier was Bestimmtes bekommen? Noch nicht, oder? Wo ist Madame Aurora? Ja. So. Dann müssen wir um 14 Uhr... Um 14 Uhr müssen wir dann bei der Rezeption sein. Mit Kaffeis Maske können wir sonst nichts machen. Also bei der Rezeption beim Gasthof im Gasthof zum Eintopf. Ihr wisst alle, wo das ist, oder? Da haben wir ja schon mehrere Herzteile gemacht. Alter, mein Auge, man. Bis um 14 Uhr können wir ein bisschen chillen. Ist ja no problem, you Houston. Ich schließe mich erstmal hier so lange durch, während wir warten. Um 14 Uhr solltet ihr im Gasthof zum Eintopf sein. Und Anjo. Die Dame an der Rezeption ansprechen. Witzigerweise liegt vor euch eine Reservierung vor und ihr bekommt. Einen Schlüssel, natürlich. Und mit diesem Schlüssel könnt ihr in das zweite Zimmer oben, am oberen Stockwerk gehen. Dort erhaltet ihr satte 100 Rubine. Um 14.15 Uhr kommt der... Nee.
Der Postbote kommt um 14 Uhr vorbei. Okay. Danach können wir ins obere Zimmer gehen. Ja, gut. Um 14 Uhr gehen wir erstmal hier rein, sprechen mit ihr, kriegen einen Schlüssel. Und dann überbringt der Postbote halt einen Brief um 14 Uhr auch. Und ja. So, Brother Sturps. Wir sind gleich fertig mit diesem Spiel hier. An sich fehlt nur noch der Tempel und die vier Herzteile und die restlichen Masken. Aber an sich bekommt man eine Maske im Felsenturm. Es ist eigentlich nicht mehr so lang, aber es ist doch schon ein bisschen lang, weil der Tempel ja noch ein ziemlich langes Stück ist. So, es ist gleich 14 Uhr. Da ist der Postbote, fick dich. Fick dich, Postbote. Fick dich, Postbote. So. Verpiss dich, Postbote. So. Willkommen im Gasthof zum Eintopf. Haben Sie eine Reservierung? Ja. Sehr gut, die Reservierung liegt also vor. Herr Joker, nicht wahr? Einen Moment bitte. Herr Joker, das Zimmer wird Ihnen natürlich erst ab Nachmittag berechnet. Sie bekommen die Waffenkammer im ersten Stock. Hier ist Ihr Schlüssel. Düp, düp, düp. Geil. Weiß zwar nicht genau wieso, aber offensichtlich lag eine Reservierung unter deinem Namen vor. Du hast Glück gehabt, das wurde im Notizbuch vermerkt. Fühlen Sie sich wie zu Hause. So, jetzt kriegt er nämlich einen Brief. So, jetzt müssen wir Kaffees Maske auftragen. Gleich. Alter, die schauen sich gegenseitig an, man. Du bist auch auf der Suche nach Kawai? Ich habe eine Bitte, Kawai. Ich habe einen Hinweis, der dir helfen wird, ihn zu finden. Komm heute Nacht um 11.30 Uhr in die Küche. Da sind wir ungestört. Oh yeah. Ja, okay. So, jetzt können wir nämlich... Wir müssen um 11.30 Uhr wieder herkommen. Oder? Das steht hier jetzt. 23.30 Uhr. Okay, das ist aber nachts. Das bedeutet, wir können jetzt in dieses Zimmer hier rein. In den Zimmerschlüssel. Und hier gibt's... Hier gibt's was Schönes drin. Hier ist was Schönes drinnen noch. Das ist sehr schön. An sich gibt's hier nichts mehr. Nur satte 100 Rubine. Mehr nicht, Brothers. Wir müssen bis 23.30 Uhr warten. Okay. So. Mehr können wir, glaube ich, auch nicht machen. Nee, können wir auch nicht. Nö, mehr können wir nicht machen, Leute. Dann schauen wir uns mal hier genau um. Hätten wir eigentlich die Kaffees Quest früher machen können, hätten wir noch wenigstens noch was machen können. Na gut, ist jetzt egal. So, dann warten wir eine Runde. Ich schaue mich mal um, was ich hier noch machen kann. An sich können wir eigentlich nichts machen, weil wir haben nur Kaffees Maske. Mehr haben wir nicht bis jetzt. Ja. Na gut. Na, dann warten wir noch eine Runde. Ich cutte und dann sehen wir uns bis wieder um 11 Uhr dort. Bis gleich. Ach ja, wir können ja schauen um 16 Uhr, wer wirklich diese Reservierung genommen hat. Das nehmen sie sich einfach. Das ist der Typ hier. Der Pisser. Das war der Typ, der die Reservierung genommen hat. Für uns. So ein Ass. Ass. Aber das ist schön für uns. Auf jeden Fall, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Wir müssen sie um 11.30 Uhr treffen. In der Küche, oder? Wo ist die Küche denn? Oder ist sie da? Ist sie da gekommen oder so? Wo ist die Küche denn?
glaub hier. Oder hier. Ah, hier ist sie. Lass uns in der Küche reden. Okay. Sie hat aber gesagt um 11.30 Uhr. Die hat sich selber verspätet. Okay. Es tut mir leid, dich so spät noch mit meinen Sorgen zu belästigen. Es geht um ihn, Kaffee. Ich habe einen Brief von ihm erhalten. Das ist schon merkwürdig, ein Brief von einer vermissten Person. Aber es gibt keinen Zweifel, der Brief ist von ihm. Ich fühle es. Bitte, hier nimm diesen Brief. Wenn der Brief zugestellt wird, wenn er ihn in Händen hält, dann hast du die Chance, ihn zu treffen. Bitte sag ihm, dass Anju auf ihn wartet. Und bitte, nachdem du ihn gesehen hast, sag mir, wie er aussah. Ich habe Angst, ich kann nicht gehen. Erlaubst du mir, dich um dies zu bitten? Ja. Ich danke dir von ganzem Herzen. Dipste, dipste, wurde der Brief an Kaffee überreicht. Rasch bring den Brief für sie zu einem Briefkasten. So. Bitte wirf diesen Brief früh morgens ein. Okay. Wir müssen jetzt zu Kaffees Platz gehen. Am Wasch. Nee. Ach so. Wir sollen den irgendwo einwerfen. Alles klar. Alles klar, wo ist hier überhaupt ein Post? Ja, hier. Hier rein. Brief hier einwerfen, Katsching. Hier, bitteschön. Dein Brief wurde empfangen. Katsching. Der Brief wird morgen zugestellt. Katsching. Du hast einen Brief verschickt, das wurde im Notizbuch vermerkt. Alles wird auch im Notizbuch vermerkt, Alter. So, komm, zeig uns mal. Oh, man. Alles klar. Dann los geht's wieder zu Anju. Denn da müssen wir nämlich was machen. Aber wo ist die denn? Also ich glaube um 6 Uhr früh erfolgt die Zustellung, oder? Ja, es ist um 6 Uhr. Alles klar, dann müssen wir wieder warten. Bis gleich. So Leute, es ist 6 Uhr. So. Alles klar. Oh, hast du ihn getroffen? Es tut mir leid, es ist wohl noch etwas zu früh. Ne, wir haben ihn noch nicht getroffen. Aber der Postbote muss ihn wohl abholen gleich, den Brief. Den Brief hier. Wo ist der scheiß Postbote? Wen höre ich denn da? Das ist dieser Bomber da, ne? Der Brief müsste noch abgeholt werden. Um 6 Uhr wird er abgeholt. Wo ist der scheiß Postbote? Der müsste nämlich den Brief abholen, dieser faule Sack.
Postbote, komm jetzt her, sonst fick ich dein Arschloch, du kleiner Pisser. Jetzt komm, Alter, wo ist der Postbote hin? Wo ist der Pisser? Ich sehe keinen Postboten hier. Denn der Postbote müsste diesen Brief jetzt abholen. Glut, dann gehen wir einfach mal rein. Ich hoffe, dass er zumindest jetzt ungefähr den die Post abgeholt hat oder so. Ich glaube, wir haben es falsch gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht so ganz gerade. Warte mal. Ich hab's hier reingeworfen. Ne, ich hab's schon hier reingeworfen, Brother. Um 15 Uhr muss ich nämlich wieder, muss ich beim Waschplatz dort sein, bei seiner Wohnung. Um 14 Uhr sollte ich da lieber auf ihn warten schon mal. Wenn ich es falsch gemacht haben sollte, dann weiß ich es auch nicht mehr. Weil ich meine, ich hab's hier nicht getroffen oder so. Ja, habe ich doch alles. Man muss vor 6 Uhr einen Brief reinschicken. Und das habe ich ja gemacht. Also müsste das doch passen. Die Zustimmung erfolgt nachmittags, das heißt erst um 12 Uhr. Oder? Hä? Der Brief wurde überhaupt nicht abgeholt. Oder habe ich das nur nicht gesehen? Also ich warte hier noch bis 12 Uhr, bis der Postbote kommt und diesen Brief auch noch abholt. So, um 14 Uhr müssen wir nämlich dann am Waschplatz sein. Scheiß drauf, wenn die es nicht sagt oder halt doch. Keine Ahnung, Alter. Ich warte bis 12 Uhr. 12 Uhr müsste es sein. Jetzt müsste sie doch mal da sein, man. Sag's mir doch mal, man. Bitch. Ja, um 12 Uhr ist, glaube ich, dann viel später. Ich glaube, die will nur, dass wir um 12 Uhr mit dir reden. Oder? Da ist er doch! Geht doch! Endlich ist der Brother. Okay. Um 15 Uhr müssen wir dort dann sein. Um 14 Uhr müssen wir dort sein, meine ich. Wir können aber erst um 2 Uhr fortgehen. Da ist er doch. Der holt den Brief endlich. Oh, dankeschön. Dann geht's weiter, Bitch. Okay. Jetzt
Wo bist du? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin, Alter? Da ist sie. Okay. Ursprünglich hatten wir ein Café. Nach dem Tod meines Großvaters haben wir uns mehr auf Zimmervermietung spezialisiert. Wir haben nur ein kleines Haus mit zwei Zimmern, aber gerade zu dieser Zeit kommen viele Leute in die Stadt. Also gesehen, wie die Künstler draußen proben? Die Gäste im ersten Stock üben sich nachts in Gesang und Tanz. Heute Nachmittag kommt ein Gast, der das Zimmer nebenan bekommt. Ich hoffe, das gibt keine Probleme. Ich muss mich beeilen. Für den Nachmittag hat sich ein Gast angesagt. Stress, Stress, Stress! So, dann müssen wir, sie bittet uns gar nicht, Alter. Wir müssen einfach um 14 Uhr jetzt beim Waschplatz sein. Das hat sie uns nichts gesagt dazu. Was passiert, wenn wir einfach mal trotzdem da sind? Ihr müsst um 14 Uhr, spätestens um 15 Uhr müsst ihr am Waschplatz sein. Es empfiehlt sich ab 14 Uhr dort zu warten, bis der Postbote um etwa 15.15 Uhr erscheint. Ist er da, wird ein Junge mit Fuchsmaske aus seinem Haus gehen. Diese Chance müsst ihr nutzen und das Haus betreten. Wartet nun in seinem Zimmer auf ihn. Okay, gehen wir einfach mal zum Waschplatz. Ihr wisst alle, wo der ist. Der müsste sich ungefähr hier befinden. Bei Westunruhstadt. Ne, der war hier gleich, da hier links. Da haben wir auch immer einen Typen gesehen mit Fuchsmaske. Das ist der. Das ist genau der. Aber die Frage ist, wie wir den natürlich seine Maske abnehmen oder sowas. Ne? Deshalb sollen wir um 14 Uhr hier warten. Hier ist sogar eine Fee. Was macht eine Fee hier? Was macht eine Fee hier? Was machst du hier? Alter! Scheiß Wecker, Alter! Den habe ich schon längst ausgemacht, aber der klingelt immer noch. So, hier. Was macht die Fee überhaupt hier? Bitte hör, mein Flehen! Das Hurricane hat meinen Körper zersplittert und die einzelnen Teile, bla 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 bla. Ruhe. So. Ich weiß nicht, ob das eine extra Fee ist oder halt nicht. So, hier müssen wir jetzt warten. So, hier ist eine Frosch. Don Gerus Quest haben wir schon gemacht. Das heißt, wir mussten alle Frösche bringen. Das haben wir aber schon gemacht. So, dann warten wir eine Runde bis 15.15 Uhr. Dums, dums. Aber ich weiß nicht, ob wir die Fee schon geholt haben. Also ich weiß, dass ich sie nicht geholt habe. Aber ob sie was bringt, das ist jetzt keine Ahnung. Ich glaube ja nicht, dass er das bringt, oder? Man kriegt dadurch keine Fähigkeit. Naja. So. Ich glaube, die ist einfach nur nachmittags hier. Und abends dann dort. So glaube ich es eher, oder? Ja, kann sein. Also es ist keine neue Fee. So, bis 15.15 Uhr müssen wir hier warten. Um 15.15 Uhr kommt nämlich der Postbote. Und dann geht ein Typ raus und dann können wir in sein Haus rein. Da müssen wir auf ihn warten. Ja. Das dauert aber eine Weile. Komm, Postbote, und gib ihm einen Tritt. Kommt der? Ja, der kommt. Super. Das heißt, der müsste jetzt gleich dort sein. Wie der uns einfach mal nicht sieht.
Ist ja voll blöd. So, jetzt müssen wir hier warten, Leute. Was gibt's denn hier eigentlich alles? Ja, toll. Tolles Zimmer, tolles Haus. An sich warten wir jetzt nur auf ihn. Ich glaube, der ist schon gleich da. Ich höre ihn gerade. Creepy House. Bitch. So, der ist da, ist aber in so ein, ja, hier ist er. Sieht er uns nicht? Oh, grüne Mütze, grüne Kleider. Anju hat in ihrem Brief von ihr berichtet. Du bist also auf der Suche nach Kaffee. Kannst du ein Geheimnis behalten? Ja. Anju hat dir vertraut, ich werde dir auch vertrauen. Ich bin Kaffee. Der Kaffee, den wir suchen, ist ein Erwachsener. Aber wenn ich dich ansehe, sehe ich nur ein Kind. Ein Kobold mit einer merkwürdigen Maske hat mich verwandelt. Aber ich verstecke mich nicht, weil ich so aussehe. Ich ging sofort zur großen Feen, den Schrein nahe des Nordtors. Aber auf dem Weg dorthin wurde mir meine madvolle Hochzeitsmaske von einem tänzelnden Mann mit einem grinselnden Gesicht gestohlen. Dieser Hurensohn. Und du bist zu unvorsichtig, genau wie mein Partner. Bevor das alles begann, war ich sehr glücklich. Ich wurde zum Ziel eines Verbrechens, weil ich in ein Kind verwandelt wurde. Oh, das tut mir sehr leid für dich. Ich weiß, dass ich Anju Sorgen macht, aber ich kann mich ihr jetzt nicht zeigen. Ich habe versprochen, ihr die Hochzeitsmasse zu bringen und sie zu begrüßen. Diese Anhänger, bitte gib ihn Anju. Genau, den müssen wir jetzt sofort zurückbringen. Und dann geht's erst ab Tag 13. Obwohl du dieses erwachsene Gebräuch nicht so ganz verstehst, solltest du Anju den Anhänger überbringen. Bitte halte dieses Geschichte geheim. Niemand darf davon erfahren. Der mysteriöse junge Kaffee wurde ins Notizbuch eingetragen. Jawohl, jawohl. Hier ist der Glücksbringer. Alles klar. So, Kaffee an sich haben wir noch nix. Noch müssen wir noch ein bisschen was machen. Jetzt müssen wir die den Glücksbringer Anju überreichen. Alles klar. Achso! Ich kann erst hier raus. Okay, und jetzt müssen wir es einfach hier überreichen und das da war genug Zeit. Jetzt ab nächsten Tag um 13 Uhr müssen wir Kaffees Haus erneut betreten. Okay. Alles klar. Geh mal hin. So, Anju. Und dann müssen wir einfach nur warten. Toll. Hätten wir auch kombinieren können mit dem letzten Partner. Aber ist auch egal. So. Wir machen Kaffees Quest nur, wenn wir Kaffees Quest machen wollen. Und Kaffees Quest ist Kaffees Quest, okay? Ja, komm. So, jetzt bringen wir es Anju. Hier, bitteschön. Oh, hast du ihn getroffen? Hier, bitteschön. Oh, das ist von Kaffee. Ich danke dir vom Grunde meines Herzens. Das Gesicht strahlt vor Freude. Er wurde im Notizbuch vermerkt. Okay. Haben wir jetzt alles schon von Anju gemacht? Ich weiß es noch nicht. Ne, ein Tag fehlt noch. So, mehr können wir jetzt nicht machen heute. Das bedeutet Tag 3 um 13 Uhr. So lange können wir jetzt zur Vogelscheuche eigentlich gehen. Wollen wir das machen? Ja, komm, machen wir's. Um 6 Uhr wird's gleich abends und wir gehen uns um abends da rein. Ja, wir timen jetzt schon wirklich richtig. Ja, so. Dann können wir nämlich bis zur Dämmerung tanzen. Was ist denn? Na egal. So. Wir gehen jetzt dorthin.
Ah, verpiss dich mal, du Scheißsaal, du Pisser. So. Am nächsten, der dritte Tag ist am schlimmsten, Alter, der ist am längsten. Soweit ich weiß, müssen wir da am meisten machen. Ah, wir bekommen auch noch eine leere Flasche. Wir bekommen eine leere Flasche in dieser Quest noch. Geil. Das heißt, wir haben alles dann eigentlich. Ja, komm, wir tanzen bis zur Dämmerung. Dämmerung des letzten Tages. Jawohl. Nein, nein, wir haben keine Zeit dafür. Sorry. Nein. Und ich spiele kein Lied vor, das ich geschrieben habe. Wir brauchen dich jetzt nämlich gar nicht. Ab geht's, du Pisser. Ich bin deines Ass. Ihr müsst jetzt um 13 Uhr Kaffeis Haus betreten. Mhm. Okay, dann warten wir eine Runde. Bis gleich. So Leute, ich habe was herausgefunden. Und zwar müssen wir den Eilbrief holen. Allerdings ist das ein bisschen anders und tricky. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, den Eilbrief zu überbringen. Und zwar einmal zu Madame Aroma. Oder halt zu, zum Postboten. Zum Postboten bekommen wir erstmal einen Posthut. Ich glaube, wir machen das. Müssen wir das sogar zweimal machen für 100%. Das ist ein bisschen jetzt ein bisschen blöd gemacht. Aber mach mal. Ja, mach mal. Dann schaue ich mir auch noch um, was ich noch so tun kann. Was ich noch ein zweites Mal machen muss. Weil an sich ist es. Muss man alles wieder neu wiederholen. Also ich muss das dann nochmal wiederholen. Für Madame Oroma dieses Mal. Aber jetzt mache ich es für den Postboten. Warum für den Postboten? Genau. Aus dem Grund, weil man eine Maske bekommt. So, jetzt kommen wir hier rein. Und hier wartet der Kuriositätenbesitzer auf uns. Ja. Ach, der grünbemützte Junge. Ja, ich habe eine Nachricht von Kaffei. Also, Kaffei, ich kenne ihn schon seit er noch ein Kind war. Aber als er plötzlich in der Gestalt dieses kleinen Jungen auftauchte, traute ich meinen Augen nicht. Aber als mein Blick auf seine Fuchsmaske fiel, die er trug, habe ich meinen alten Freund sofort wiedererkannt. Ich habe ihm diese Maske geschenkt, als er noch ganz klein war. Ich hätte nie gedacht, dass er sie noch immer immer hat. Ich weiß zwar nicht genau wieso, aber ich glaube, ich sollte dir das geben. Dankeschön, Dems. Da scheint es, als hätte dieser Andenken nicht viel Sinn. Auf jeden Fall solltest du es aber annehmen. Kaffee bittet dich, seiner Mutter das zu überbringen. Dip, dips. So, das kann ich entweder an Madame Aroma geben oder an den Postboten. Letzte Nacht kam ein Kunde in meinen Laden. Kaffee hat ihn gesehen und plötzlich erbleichte und läuft ihm nach. Dieser Kerl ist ein geiziger Dieb namens Zakon. Ich glaube, er kommt aus Ikana. Was hat er gebeten? Wir haben alles. So, wir können uns entscheiden. Wir müssen aber beides trotzdem nochmal machen. Jetzt müssen wir um... Warte mal. ...17 bis 19 Uhr beim Ikana Canyon sein. Warte mal, Leute. Warte mal. Ja. Erstmal den Eilbrief überbringen um 18 Uhr. Alles klar. So, jetzt haben wir die Fuchsmaske. Das ist sehr interessant.
Sakun hat nämlich ein Geschenk, also eine Maske von ihm geklaut. Das ist echt nicht nett, Sakun, du Pisser. Aber ich mag den Sakun irgendwie überhaupt nicht, Alter, dieser Ficker, Alter. Ja, so. Jetzt gehen wir zum Postamt schon mal. Wo ist das dann genau gewesen? Wo war denn das nochmal? Das war ungefähr hier. Ja, hier war es ungefähr. Ne, es war in West... Ja, es war in Westunruhstadt, oder? Ja, ich glaube schon, es war in Westunruhstadt. Genau hier ungefähr. Um 6 Uhr müssen wir nämlich dort sein. Aber an sich müssen wir um 6 Uhr auch in Ikana Canyon sein. Ah, okay. Das heißt, ich kann um 19 Uhr auch dort sein, eigentlich. So, um 6 Uhr müssen wir aber hier sein. Madame Aroma, allerdings kann man erst nach dem Ikana Canyon hier. So. Soll der Scheiß. Am 18 Uhr müsste es eigentlich auch offen sein. Glaube ich. Warte mal, schau mal. Der Postbote ist hier. Doch, um 18 Uhr. Müsste es da drin sein. Und um 18 Uhr spielen wir die Hymne. Nicht die Hymne der Zeit, was laber ich da? Das Lied der Schwingen. So. Hier steht noch 18 bis 24 Uhr können wir hier was machen. Das heißt, das ist das letzte Ding, was wir hier noch machen müssen. Ja. Okay. Das heißt, wir müssen es noch einmal machen, dann bekommen wir noch die leere Flasche. Okay, das ist ein bisschen schlau gemacht, weil die leere Flasche an sich ist ja auch was Schönes und auch was Wichtiges. Aber es ist ein bisschen kacke, dass wir das jetzt nochmal machen müssen. So, hier, wir brauchen noch 1, 2. Ich glaube, wir bekommen sogar noch eine Maske hier, ne? Ach stimmt, wir bekommen ja noch diese Postmütze da. Wenn wir den Eilbrief an ihn bringen. Und dadurch bekommen wir noch ein Herzteil, weil wir ein Herzteil aus einer Postbox holen können. Ja. An sich hat die Coffee's Quest mir sehr gefallen eigentlich. Wie fandet ihr sie? Also wir müssen noch eine Sache machen und das ist dann zu Sakuns Versteck. Und ihr wisst ja, wo das ist. Und das wollte ich schon immer machen, weil an sich mag ich den Typen nicht. Ich weiß nicht wieso. Aber ich mag den Top anders. Oh, die ist schön, die ist so voll blöd, Alter. Die ist voll richtig blöd, ey. Ah ja. Ach, wie schön. So erkennt er uns nämlich nicht. Nee, ne? Nee, natürlich nicht. Aber unser Schild sieht super aus. Ich liebe das Schild. Und ich liebe es. Und so, jetzt ist ein Ikana Canyon schon, dieser Café, und wartet auf uns. Aber um 6 Uhr können wir erst zum Postamt rein. Und dann bringen wir ihn den Eilbrief an Mama. So. Nacht des letzten Tages. So. Aha.
So. Dann los, Brothers. Dann los. Aha, wir können doch rein. Hier, bitteschön. Wir sprechen mit dir. Oh, ich will fliehen, aber das steht nicht auf meinem Zeitplan. Für mich hat der Zustellungsplan höchste Priorität. Hier, bitteschön. Das ist ein Alpos-Siegel. Er ist von höchster Dringlichkeit. Ich muss den Brief ausliefern. Und jetzt? Hey, du Pisser! Hey, du Pisser! Der sollte uns die Maske geben, dieser Wichser. Was dein Spaten, Alter? Ich möchte... Was soll der Scheiß? Ich dachte, ich bekomme jetzt wegen dir... diese Maske. Hallo. Was soll der Scheiß, man? Was ein Wichser. Ich hab's verpasst. Ich habe eine Zustellung für Sie, Frau Poststellenleiterin. Ha, du liebe Güte, das gibt's doch nicht. Du bist ja immer noch da. Ja, für die morgige Zustellung verläuft alles planmäßig. Wovon sprichst du? Hast du meine Limme gesehen? Es ist schrecklich. Aber, um Himmels Willen. Ach, was sollen wir bloß tun? Es kommt von Kawaii. Eine Altzustellung. Ich bin so glücklich. Wer hätte gedacht, dass zum Ende hin noch so etwas passiert? Ich danke dir, aber jetzt solltest du fliehen. Das ist ein Befehl. Verstanden. Mann! Mann! Gib mir doch! So ein Ficker, Alter. So ein Ficker. So ein Ficker, Alter. Gib mir die Postmütze jetzt endlich. Ich werde fliehen. Das ist ein Befehl der Poststellenleiterin. Nun bin ich frei. Ich werde mir meinen eigenen Zeitplan machen. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Den, da nimm ihn. Danke, Mann. Endlich. So, dankeschön. Spatten, Alter. Jetzt komme ich zu spät zu den Typen da. Glaube ich. An sich haben wir jetzt alles fast. Vier Sachen fehlen noch, aber die müssen wir jetzt machen. Ab geht's. So schnell wie möglich. Ich weiß nicht, ob das noch klappt, weil dieser Wichser hat uns warten lassen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich gehe so schnell wie möglich ins. Was meine ich ernst? Wir müssen hier drauf. Ihr wisst ja schon, wohin wir müssen. Das Sarkons Versteck und ihr wisst ja, wo das ist. Ich weiß nicht, ob das überhaupt klappt. Jetzt noch, ich weiß es nicht. Müsste aber klappen eigentlich, hoffe ich zumindest. Sonst muss ich sie nochmal neu machen. Dann mache ich sie auch nochmal neu. Halt die Schnauze. So, ich müsste es eigentlich klappen. Es müsste eigentlich klappen. So. So schnell wie möglich noch die Maske aufsetzen. Genau. Genau. Ne, Kaffee ist nicht mehr da. Müsste wohl die Hymne der Zeit spielen. Ich brauche die Rubine gar nicht. Dann los.
Nochmal alles von vorne. Aber dieses Mal geht's richtig ab, Leute. So, ich erspare euch alles und mach's privat. Wir sehen uns gleich wieder bei diesem Zeitpunkt hier, wo ich dann noch den Eibrief habe. Und dann... Ja genau, das passt dann schon. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass die Post jetzt so lang braucht. Aber das haben wir jetzt auf jeden Fall verschwinden lassen. Wir können bis 24 Uhr warten, also passt doch schon. Wir mussten das, glaube ich, sogar zweimal machen. An sich hätten wir sonst nicht beides bekommen. Das macht Sinn. Ne? So. Dann können wir eigentlich... Ich weiß nicht, ob wir das alles nochmal machen müssen. Okay. Um 14 Uhr. Ja, komm, ich mach das offscreen nochmal. Bis gleich. Ja, wobei, ihr würdet euch bestimmt interessieren. Und wie hat der denn eine Maske, wenn ich sie habe? Verstehe ich nicht. Um 14 Uhr müssen wir nämlich wieder dort sein. An sich müssen wir eigentlich die Aufgaben nicht machen, die wir schon gemacht haben. Wir brauchen nur noch die Sachen, wofür wir die Briefe haben. Na genau. An sich brauche ich ja diese Maske halt nicht mehr. Diese Kaffee-Maske, die könnte ich ja nicht so machen. Ne? Und was können wir da noch übersparen? Ja, an sich ist das nicht mal so viel eigentlich. Wir müssen nur hier bis 14 Uhr warten. Ja. Ja, Leute, wir sehen uns dann. Wir müssen alles nochmal neu machen. Ihr habt das alles jetzt gesehen. Ihr müsst genau dasselbe einfach nur machen. Aber nur an sich dann nur noch die Sachen, wo ihr halt die Maske nicht bekommt. Und welche halt nur sehr wichtig ist. Das sind eigentlich nur die Briefe. Auf jeden Fall, bis gleich. So, Leute. Ich habe was vergessen gehabt. Und zwar muss ich mit der Funksmaske nämlich noch was machen. Und zwar Nordstadt. Ich weiß jetzt nicht, was es damit aus sich hat. Nordstadt ist oben. Und da müssen wir nämlich hin. Aus dem Grund mit der Fuchsmaske. Und da kommt dieser Kirtonfuchs oder so. Und der stellt uns Fragen. Und die müssen wir beantworten für ein Herzteil. Genau, und das habe ich vergessen. Das können wir nur machen, der Kaffeeaufgabe, glaube ich. Und ja, machen wir mal. An sich würde der auch in der Bomani Ranch auftauchen. Aber ich nehme lieber die Nordstadt. Also das ist mir viel lieber ein bisschen. War der nicht hier? Hier war der doch. Oder war er schon draußen? Der war, glaube ich, hier irgendwo draußen. Warte mal, wo war denn der Typ? Das würde mich mal voll interessieren. Weil hier steht, der war hier. Während der Kaffeeaufgabe bekommen Link vom Kuriositäten die Fuchsmaske. Geht man damit zu den Grasbüscheln in der Nordstadt oder zur Passage vor... Scheint... Ach so, eine Grasbüschel. Was ist eine Grasbüschel? Das ist in der Nordstadt, nicht in Terminerebene. Deshalb müsste hier irgendwo erscheinen. Erscheint aber nicht. Scheint er aber nicht. Wo ist er denn? Hä? Mann, wo ist denn der?
Wir können aber auch zu Romani Range gehen. Wenn er hier jetzt nicht ist, nö. Da ist er nicht. Vielleicht ist er auch in bestimmten anderen Tagen da. Vielleicht gehen wir einfach mal zur Milchstraße. Da müsste er eigentlich sein. An sich müssen wir um 6 Uhr bei Ikana Canyon sein. Ungefähr. Oder 5 Uhr. Je nachdem. Bis 7 Uhr geht das allerdings nur. Glaube ich. Ja, 17 bis 19 Uhr. Dann können wir endlich weitermachen. Und ich habe jetzt erstmal die eine Post an Mama. Und die könnte ich dann auch noch bringen. Zur Passage vor der Romani Ranch. Das heißt, das müsste hier sein. Müsste hier sein. Wo bist du denn? Hä? Wo ist denn der? Okay. Ich glaube, wir haben den schon mal gesehen. Kommt er nur nachts? Das kann nämlich sein. An sich könnten wir für die Herzteile... Ich glaube, wir können es auch immer wieder machen, oder? Das mit dem Fuchs. Weil wir können jetzt auch, weil wir die Post mit haben, können wir jetzt in den Briefkästen nachschauen und dort irgendwo ein Herzteil finden. Ja, und halt noch dieses mit dem Fuchs, dann sind es zwei Herzteile und dann noch eins. Aber erst wenn wir das Maske der Liebenden haben. Und das geht erst dann, ne? Ja. Aber das bekommen wir erst später. Okay. An sich klappt es noch gar nicht so. Wie ich es vorher gesagt habe. Der Fuchs müsste doch kommen. Der muss echt kommen, Alter. Wo ist denn der? Pisser. Jetzt noch gar keinen Fuchs gesehen, ne? Wo ist der Fuchs hier? Kommt er nur nachts oder kommt er jetzt wirklich nur? Doch! Was? Was ist das denn? What the fuck? Oh, hallo Junge, mich zu nahen ist unmöglich. Ich wusste nicht, dass ich diese Grasbüschel kaputt machen sollte. Dein Bestreben ist vergebens. Kenta und Fuchse, erkennt uns am Glanz unserer schimmernden Schweife. Ah, aber du scheinst ein gutes Kind zu sein. Lass mich dich prüfen. Beantworte dies. Wähle eine der drei Antworten. Ich schlechte Angewohnheit hat Anju, die Besitzerin des Gasthofs. Keine Ahnung. Sie entschuldigt sich ständig. Stimmt das? Beantworte dies. Wähle eine der drei Antworten. Das war richtig. Zu welcher Tageszeit wachte Romani, das Mädchen auf der Ranch, wieder auf? 6. Okay. Beantworte dies. Und wie wird das Fest genannt, das in Unruhstadt gefeiert wird? Karneval der Zeit. Okay, war's das jetzt? Beantworte dies. Wähle eine der drei Antworten. Welche Waffe setzt Romani, das Mädchen auf der Ranch, an, während des Twinnings sein? Schleuder, oder? Nein! Du bist noch nicht bereit. Komm wieder und versuch es nochmal, Kind. Ficker. Scheiße, man! Ich will es nochmal machen, ey. Komm. Eine scheiß Antwort habe ich verkackt. Sie hatte, glaube ich, gar. Sie hatte den Bogen, oder? So, ich möchte nochmal diese Fragestunde machen. Erschein nochmal, du Pisser.
Der erscheint nicht nochmal, oder? Ja, dann machen wir es halt irgendwann anders. Mein Gott. Dann gehen wir jetzt erstmal die Kaffees Quest zu Ende machen. Und danach können wir eigentlich alles Herzteile machen an sich. Das können wir ja immer wieder machen, das ist gar kein Problem. Aha. Ich wollte es eigentlich nur in der Zwischenzeit machen, aber jetzt machen wir einfach weiter mit Kaffees Quest. Komm. Okay. So, jetzt müssen wir so schnell wie möglich dahin. Ihr wisst schon, wo wir hin müssen. So, ich denke, ihr wisst, wo wir hin müssen. So, Felsmaske benutzen wir, damit Sakun uns nicht erkennt. Der wird uns nämlich vielleicht erkennen. Das weiß ich nicht. Okay. Das ist okay. Nein, nein, nein! Geh wieder hoch! Wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben nicht wirklich viel Zeit. Komm. Ich hoffe, der ist noch da. An sich weiß ich das gar nicht. Ich hätte echt keinen Bock, jetzt nochmal irgendwie alles neu zu machen. Verpiss dich da ja bitte halt die Fresse. So, jetzt sind wir gleich da. Um 7 Uhr müssen wir spätestens dort sein. Da ist der Ficker ja. Ist Kaffee da? Ja, servus. Er sagt nichts. Er sieht uns nicht, ist der blöd. Ja, mit Felsmaske sind wir nicht entdeckbar. Macht das, jetzt macht das auf. Und wir können da rein. Oder? Komm, Bruder, wir gehen rein. So, jetzt müssen wir hier rein. Ihr müsst zusammen auf warten. Ah! Sieh doch, hier ist eine Maske. Es ist die Maske der Sonne. Jetzt habe ich es geschafft. Stell dich auf diesen Schalter! Was? Willst du uns etwa vorschreiben, was wir tun sollen? Die Tür bleibt nur so lange offen, solange dieser Schalter gedrückt bleibt. Wir können aber an sich auch einen Trick machen. Mit diesem Band Round. Ach so! Ist ja nice, wir können jetzt Kaffee noch spielen. Schiebt einen der Steine. In diesem Raum sollte sich auch eine Vorrichtung befinden, die die Tür öffnet. Die Maske! Er versucht sie aus unserer Reichweite zu bringen und mit ihr zu flüchten. Wir müssen uns beeilen. Okay. An sich müssen wir jetzt so schnell wie möglich den draufschicken, dass diese Tür sich öffnet. Das hat keinen Sinn. Das ist nicht der Schalter. Warte mal. Und dann lauft durch die nur die geöffnete Tür und besiegt die Dekoronia, um die Tür bei Okafui zu öffnen. Durchsuche den Raum. Hier muss irgendein versteckter Mechanismus sein. Uns bleibt keine Zeit. Ich mag ihn nicht, aber haben wir eine andere Wahl? Sollen wir ihm helfen? Sich im Angesicht der Gefahr nicht zu bewegen, wenn man weiß, dass es besser ist. Was würde Teil tun? Das ist es. Los, gehen wir. So, jetzt erstmal hier weiter. Genau, dann töten wir diese Tirwania. Und jetzt öffnet sich die Tür bei ihm. Und so schnell wie möglich müssen wir hier durch. Was müssen wir drücken? Hier habt ihr die Wahl. Nun verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist nur der blaue Schalter. Genau. So, hier müssen wir Tyrannias töten, bestimmt. Genau. So. Und hier müssen wir
Wir müssen jetzt die blauen Schalter anmachen. Das ist ein schwieriges Rätsel an sich. Ich glaube, wir müssen das mal machen. Komm. Nee. Hätten wir nicht machen müssen, aber gut, müssen wir. Andere Wahl haben wir nicht. So, schnell. Okay, besiege den Walfheimer. Nicht den! Ich hasse ihn so sehr. Och Gott. Wir sollen ihn auch noch besiegen, komm. So schnell. Verdammt. Komm. Nein. Haben wir verkackt. Ja, mein Sicherheitssystem ist unüberwindbar. Wir sind eingesperrt. Es tut mir leid, dass ihr in die ganze Sache verwickelt wurdet. Wenn ihr es schafft, hier rauszukommen, dann tut es. Anju befindet sich bereits auf der Flucht zu Romani Ranch. Scheiße, wir haben es verpackt. Du warst sehr mutig, sie wird es verstehen. Komm, lass uns gehen. Spiel die Ocarina und bring uns nach draußen. Nee. Deine Mutter, Alter. Wie sehe ich denn halt schneller? Na komm, mach. Hä, kann ich sie nicht holen? Warte mal. Das können wir noch schaffen eigentlich. Das ist nicht unmöglich. So, nämlich so. Dann geht diese Tür auf. Warte mal. Müssen wir schnell auf unseren blauen Schalter drücken. So, komm. Krieg mal hin. Bitte. Alles nochmal neu zu machen, habe ich echt keinen Bock. Ne, nochmal. Zu lange gekämpft mit dem Pisser. Komm jetzt! Boah, nerv doch nicht, du scheiß Wecker, Alter. Mann, nerv nicht. Stresspisser. Bitte. Komm schon, ich hab keinen Bock mehr langsam. So, jetzt aber, komm. Genau. Dankeschön, jetzt haben wir es trotzdem geschafft. Wir haben es geschafft, Brothers. Ich habe die Maske der Sonne wieder. Du hast Kaffee geholfen. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Es ist noch nicht so spät. Ich muss zurück in die Stadt. Jetzt haben wir es geschafft. Das ist echt nicht einfach gewesen, das letzte. Das war ziemlich cool. So müssen wir ihm folgen. Alter, es ist ja knapp. Scheiße, man. Wir sollten ihn schnell wie möglich folgen. An sich können wir die Eilpost am Mama nicht mehr bringen. Wir gehen einfach zur Stadt. Unruhstadt. Hauptsache, ich habe jetzt erstmal
diese Maske der Liebenden. Hoffe ich zumindest. Und dann kann ich noch hoffentlich noch den Eilpost bringen. So, ich hoffe, was ich... Ich weiß nicht, was ich noch tun kann jetzt. Vielleicht kann ich zu Anju hingehen. Vielleicht ist er jetzt dort oder so. Wissen wir nicht. In der Küche vielleicht. Nee, wo muss ich denn hin? Hä, wo muss ich hin? Warte mal. Ich lade das nochmal. Das kriegt man eigentlich ja an sich hin. Ja, komm jetzt, mach! Dann wohl ich ewig Zeit für dich, du Pisser. Das ist jetzt schlecht gewesen. Hier mache ich einen Safe State, Alter. Das haben wir ja schon alles gesehen. Ich weiß noch nicht, wohin ich muss. Wohin geht der denn jetzt? Wir sollen ihm folgen. Gut, mach mal. Ich weiß nicht, ob wir nochmal das jetzt alles nochmal machen müssen. Ihr wisst schon, wieso wir alles vielleicht nochmal machen müssen, wegen dem Brief. Dann haben wir noch. Nee, doch, den müssen wir nochmal alles machen. Weil um 24 Uhr ist sie nicht mehr dort. In der Milchbar. Jetzt folgt mal ihn, ich sehe ihn nicht mehr. Ich wünschte, ich sehe ihn noch. Aber wie kommt man überhaupt da durch? Ich meine, wie sollte der Kaffee da durchkommen? Ja, wo finde ich den Kaffee dann? Warte mal, wo kriege ich Maske der Liebenden? Ach so, ja, ich muss bei Anju warten, natürlich. Ja, macht Sinn. Müssen wir noch mehr länger warten. Ich weiß nicht mal, ob Madame Aroma überhaupt noch dort ist. Das weiß ich gar nicht mehr. Kann ich da rein jetzt bitte? Geht's da Madame Aroma nach euch zu finden? Bist du Madame Aroma? Ja, du bist Madame Aroma! Sehr geil! Da überbringen wir diesen Brief noch dir. Bist du sicher, dass du nicht fliehen willst? Ich befürchte, diese Stadt ist im Untergang geweiht. Sieh dir nur den Boden an, es ist riesenhaft geworden. Die ganze Stadt ist auf der Flucht, du solltest auch fliehen, weit weg. Aber hier bitte!
Ich hab was für dich, du Nutte. Achso, bin ich blöd, warte mal. Ich muss die Maske tragen, natürlich. Kaffeesmaske. Bist du etwa der, den ich auf die Suche nach Kaffee geschickt habe? Wie geht es voran? Hast du ihn gefunden? Ja, bitteschön. Oh, eine Heilzustellung. Das ist von Kaffee, nicht wahr? Ich habe doch recht. Wunderbar, du bist wirklich ein Meisterdetektiv. Ja, 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 Verzeihung, mein Dank ist dir gewiss. Ja, 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 es ist schließlich dein Job. Dip, dip, du hast eine Flasche Chotto Amramani erhalten. Bla, bla, bla. Die ist eigentlich nicht so wichtig. Es tut mir sehr leid, aber alles, was ich dir geben kann, ist dies. Eigentlich wollte ich es dir schon früher geben, wirklich. Alle 6 Flaschen, Leute. Die Chotto Romani bringt uns nichts, weil um diese Zeit ist es echt unnötig und dumm. Ist nun mal so, aber nur gut. Bringt uns nichts. Es bringt uns einfach nichts. So, Anju, willkommen. Alter, mein Auge. Wo ist sie denn? Oder wann kommt Kaffee? Gegenfrage. Wir sollen hier warten, steht hier. In Anjus Zimmer, wo ist Anjus Zimmer? Ach, in Anjus Zimmer soll ich warten. Aber wo ist Anjus Zimmer bitte? Das weiß ich nicht. Ist das Anjus Zimmer? Ich hoffe mir ja. What the fuck? Ich habe mich entschlossen, auf ihn zu warten. Ich habe ihm ein Versprechen gegeben. Ich habe Vertrauen. Ich glaube ihm. Aha. Er müsste jetzt hier gleich kommen. Ich weiß jetzt nicht, wann er kommen sollte, aber gut. Wir haben alles eigentlich. Also ich brauche nur noch die eine Maske. Und dann fehlt uns nur noch eine Maske. Und die bekommen wir beim Felsenturm-Tempel. Optionalerweise natürlich. Maske der Giganten heißt diese Maske und die bekommen wir dann. Komm schon, komm. Ich habe alles gemacht. Es muss wohl gleich geschehen. Um 4 Uhr vielleicht kommt er. Nee. Komm halt nun, ich hab dich geholfen. Das muss da nicht klappern. Ich auch grad was. Ja, geht doch, ey, Brother. Ich kenne dich. Welch ein vertrautes Gefühl. Vor langer Zeit, ja, wir waren noch Kinder. Wir gaben uns ein Versprechen, habe ich nicht recht? Die Masken der Sonne und des Mondes. Wir wollten sie am Tag des Karnevals austauschen. Ich fühlte mich so glücklich. Anju, verzeih mir, dass ich so spät bin. Willkommen zu Hause. Zwar sind sie ein Liebespaar, doch sie sehen aus wie Mutter und Kind.
lass uns nun die Masken austauschen. Wir haben unseren Eid erfüllt und sind nun ein Paar. Du bist unser Zeuge. Nimm diese Maske als Zeichen unserer Dankbarkeit. Was ist das denn? Du hast die Maske der Liebenden erhalten. Ein Symbol der Unzertrennlichkeit zweier liebender Herzen. Such dir einen sicheren Ort. Wir kommen schon zurecht. Wir werden zusammen die aufgehende Sonne begrüßen. Die beiden haben dir eine Maske gegeben. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Ja, das wird im Notizbuch vermerkt. So, was haben wir denn alles so? Stimmt. Notizbuch ist gleich voll. Geil, geil. Jetzt müssen wir nur noch zum Bürgermeister. Los geht's. Schaffen wir es noch bis zum Bürgermeister? Ich weiß es nicht. An sich würde das klappen. Also ich würde das klappen, Leute. So, Maske der Liebenden aufsetzen. So, Brother. Wir sind gleich kurz vorm Durchspielen vor diesem Spiel. Ich weiß, dass es ein bisschen lang war, dieser Part. Aber es ist auch ein zu schöner Part, dass ich jetzt endlich alles geschafft habe. Das freut mich, ey. Das freut mich so sehr. So, ich setze sie auf. Ich kann dir sagen, es ist sehr schwer abzuschätzen, wie sich die Dinge entwickeln werden. Nur weil Moto gesagt hat, er würde meiner Frau Bescheid sagen. Findet der Karneval jetzt statt? Hä? Achso, ich glaube, wir müssen halt nochmal dahin. Warte mal, jetzt machen wir die Herzteile nämlich. Wir müssen jetzt... So, das ist ein bisschen komplizierter. So. Wir müssen jetzt nochmal hin. Wir haben sie ja eigentlich beendet. Aber können nichts machen. Das heißt, wir können am nächsten Tag sie ihn dann befreien. Glaube ich. Dann spielen wir sie einfach. So, mit Maske der Liebenden gehen wir dann wieder zu ihm zurück und... spielen das ihm vor, Brother. Du bist doch mal der Killer Miller auf der Stella. Und dann machen wir noch, schauen wir uns noch in den Briefkästen um. Und dann noch diesen Ketons Weisheitsfuchs da. Und das hier, und dann sind es drei Herzteile. Und da fehlt noch eins. Und dann haben wir alles, Leute. An sich machen wir das aber im nächsten Part, weil ich meine, dann haben wir noch einen extra Part, oder nee? Doch, nee. Wir machen auf jeden Fall noch das mit dem Bürgermeister, das will ich noch machen. Um 10 Uhr öffnet es sich und das ist schön, denn dann weiß ich, wer du bist. Also dann los geht's, Brother, das ist es normal. Okay. Maske der Liebenden bekommt man ja nur, wenn man die KV-Aufgabe beendet hat. Und ja, bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, ich musste nochmal alles neu machen. Also die KV-Quest nochmal machen. Ist aber jetzt egal. Ich habe es wieder neu gemacht. Alles Mögliche und so weiter. Ja, und jetzt müssen wir den Bürgermeister von seiner endlosen Sitzung befreien mit Maske der Liebenden. Genau, wir haben alles wieder... Es ist alles wieder gut. Ich habe alles, was ich in diesem Part jetzt erreicht habe, gemacht nochmal. Und jetzt müssen wir ihn befreien daraus. Na, warte mal. Bla 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 bla.
Ruhe. So. Ah. 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 Die Maske der Liebenden. Was für ein schönes Andenken. Also muss ein junges Paar geheiratet haben. Ich frage mich, ob meine Frau auch geflohen ist. Was? Was hast du ihm gesagt? Wir alle machen uns Sorgen um unsere Familien. Warum beenden wir diese Besprechung nicht? Aber Herr Bürgermeister, ob du stur bleibst und deine Familie hier in der Stadt beschützen willst oder es vorziehst zu fliehen und woanders Schutz zu suchen. Diese Entscheidung obliegt jedem selbst. Ich danke dir dafür, dass du es mir ermöglicht hast, diesem sinnlosen Gequatsch ein Ende zu setzen. Erwachsene sind alle so stur. Es ist eine wahre Schande. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich bin vielleicht nicht der Beste aller Bürgermeister, aber zumindest meine Familie kann sich auf mich verlassen. Ich werde meine Frau beschützen. So, ich glaube jetzt, Hammer. Notizbuch ist komplett. 100% von der Notizbuch und Sau. So, es gibt eigentlich noch ein bisschen was zu tun. Und zwar müssen wir ja noch 2 Herzteile machen. Sogar 3 Herzteile. Aber die im nächsten Part. Und dann fangen wir schon vielleicht schon den Weg an zum Felsenturm-Tempel. Auf jeden Fall, das war's mit diesem Spiel, mit diesem Part. Auf jeden Fall, haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part.